Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen Kunden Unboxing Video von mir für euch. Heute hier am Start das neue Apple iPhone 15, also das iPhone 15, was fresh rausgekommen ist. Yeah, dieses iPhone hier hat diverse Highlights. Und zwar Dynamic Island. Das hält uns immer auf den neuesten. Neueste 48-Megapixel-Kamera, super Auflösung, Fotos und zweimal Telezoom. Robustes, durchgefärbtes Glas und Aluminium-Design ist am Start. Und flexibles Laden mit USB-C wird ja jetzt gesetzt in Europa. Deshalb musste Apple das jetzt natürlich auch durchbringen, auch wenn die dafür immer jetzt schön die Werbetrommeln setzen und es toller sein sollte, etc. Es gibt es in Pink, es gibt es in Gelb, es gibt es in Grün, es gibt es in Blau und in Schwarz. Es gibt es in 6,1 Zoll, wie hier, oder 6,7 Zoll in der größeren Version. Und da kommt es. Dynamic Island. Das ist schön, denn das sollten wir auch. Da sollten wir nichts mehr verpassen. Ne? Denn das Dynamic Island bringt Hinweise und Live-Aktivitäten ganz nach vorne, damit uns nichts mehr entgeht. Auch wenn wir gerade etwas anderes machen. So können wir zum Beispiel unsere Mucke steuern und sehen direkt, wer anruft, ob ein Flug pünktlich ist oder doch nicht. Oder gecancelt ist. Ich zum Beispiel, ich blieb mal in Amsterdam hängen. Das war echt doof, sag ich euch. Musste ich danach, war echt schlimm, ne? Musste ich mit dem Tesla ins Hotel fahren, dort die Nacht überbrannt, am nächsten Morgen mit dem Tesla um 5 Uhr wieder zum Flughafen und weiterfliegen. Und das auch noch auf Flug-Airline-Kosten. Naja, so kann es gehen. Farbe durch und durch, das heißt robust rundherum und nice gedesignt. Zum innovativen neuen Design gehört nämlich das Glas auf der Rückseite, bei dem die Farbe des gesamten Materials eingebracht wurde. Ein spezieller zweifacher Ionenaustauschprozess für das Glas und das Aluminium in Raumfahrtqualität. Für das Gehäuse macht das iPhone 15 so unglaublich hart im Nehmen. Natürlich sollten wir es jetzt trotzdem etwas immer aufpassen drauf und nicht durch die Gegend werfen, wie, so, wie ihr das bei einer Action Cam machen könnt. Ne? Denn es ist richtig robust. Ceramic Shield Vorderseite und härter als jedes Smartphone-Glas. Und unglaublich unempfindlich. Das iPhone ist vor Wasser und Staub geschützt. Das ist äußerst beruhigend, nicht wahr? Ja, ist es doch. Also das ist schon das, ne? wenn das so blöd ist. Ne? Und mit den Farben haben chemische Prozesse eingeleitet. Über extrem feine metallische Ionen wird das Farbpigment in das Glas eingebracht. Mit einer einzigartigen Formel für jeden Farbton, der auf dem Markt ist. Dann wird das Glas mit nanokristallinen Partikeln poliert und ein texturiertes mattes Finish wird darüber eingeätzt. Das ist jetzt nicht ätzend, sondern schön. Ein Design, das sich richtig gut auch anfühlt. Denn der Rahmen aus Aluminium in Raumfahrtqualität ist extrem robust. Und er hat jetzt abgerundete Kanten, denn das ist angenehmer im Handling. Wir kommen also auch wie beim Pro-Modell zurück zu den etwas abgerundeten Design und nicht mehr so kantig. Und ganz neue 48 Megapixel Hauptkameras am Start für eindrucksvolle Bilder und jede Menge nice Stuff. Die Hauptkamera fotografiert jetzt mit super hoher Auflösung für einzigartige Bilder mit fantastischen Designs. Von Schnappschüssen bis zu eindruckenden Landschaftsaufnahmen könnt ihr alles ballern. Wir haben eine vierfache Auflösung für unglaubliche Details. Zweifacher Telezoom ist mit am Start und noch viel mehr, denn wir können zoomen, zoomen, zoomen. Mit dem dreifachen Zoom ist eine optische Qualität gewährleistet. Mühelos perfekt Aufnahmen ballern. Direkt von dort, wo wir natürlich stehen. Mit zweimal Telezoom können wir nämlich großartige Close-ups machen. Wir nehmen zum Beispiel Einfach-Tele für detailreiche Fotos und Videos aus mittlerer Entfernung, die 0,5er. Teleobjektiv, um mit der Ultraweitwinkelkamera noch mehr von der Umgebung zu erfahren. Und Nachtmodus. Der Nachtmodus aktiviert sich bei besonders dunklen Umgebungen automatisch und fängt jetzt noch brillantere Farben und schärfere Details ein. Und wir haben Smart HDR. Wenn die Lichtverhältnisse zu hell oder ungleichmäßig sind, optimiert das neue Smart HDR unser Motiv und den Hintergrund für beeindruckte Farben und noch lebensechtere Hauttöne. Eine Frontkamera gibt es natürlich auch, die sich automatisch auf uns fokussieren kann. Sie ist also nur für uns da, wenn wir das wollen.
Für spektakuläre Selfies und gestochen scharfe FaceTime-Anrufe fokussiert die TrueDeathCam uns selber und oder unsere Freundinnen und diverse. Und das ganz alone durch künstliche Intelligenz. Und Videos, die Views verdienen werden. Oh yeah. Die 4K HDR-Videos mit nicen Details und Farben und Kontrasten aufnehmen kann. Wir nutzen den Action-Modus, um eine verwackelte Aufnahme zu stabilisieren. Der Action-Modus ist vergleichbar mit einem Gimbal. Ihr braucht also keinen Gimbal mehr kaufen. Das macht das Gerät selber, wenn ihr den Action-Modus einschaltet. Okay? Oder wir verschieben mit dem 4K-Kinomodus den Fokus automatisch auf das wichtigste Motiv in unserer Szene. Denn der Action-Modus ist da, um den Fokus schnell und effizient auf zum Beispiel eure Kauluke zu setzen oder auf des Freundes Kaulukes im Hintergrund, als Beispiel. Ne? Das ist also überhaupt kein Problem mehr. Denn Fokus Pokus, magisch neue Porträts, ne? Mit mehr Details und brillante Farben sorgen für dramatisch bessere Porträts. Und durch Tippen können wir jetzt den Fokus vom Motiv auf ein anderes schieben. Sogar nach der Aufnahme ist das möglich. Und wir wollen schnell einen Moment einfangen, bevor er vorbei ist. Dafür müssen wir jetzt nicht mehr extra den Porträtmodus wechseln. Wenn das Motiv eine Person, ein Hund oder eine Katze ist, nimmt das iPhone die Tiefeninformationen ganz automatisch auf. So können wir wählen, ob wir das Foto sofort als Porträt sehen möchten oder mit fantastischen, weich gezeichneten Effekten oder später in der Foto-App das noch bearbeiten können. Und zweimal Telezoom, Leute. Für Perfect Portraits. Sehr, sehr nice Portraits kriegen wir damit hin. Und wir haben eine Batterie drin. Klar, wir müssen ja da unterwegs sein. Ne? Batterie für den ganzen Tag, damit wir weitermachen können und weitermachen können und weitermachen können. Bis zu 26 Stunden Video-Wiedergabe auf dem iPhone 15 Plus. Das ist das größere Modell. Bis zu 20 Stunden Video-Wiedergabe auf dem iPhone 15, was hier vor uns liegt. Das heißt, wir haben 3 zusätzliche Stunden bekommen. Im Vergleich zum iPhone 12. Was ist verbaut für ein Chip? Der A16 Bionic Chip. Es ist ein leistungsstärker Chip auf Pro-Niveau. Ja, Mann. Der A16 Bionic, den kennen wir, wenn ihr Pro-Anhänger seid. Kennt ihr den vom letzten Jahr? Denn der wandert jetzt in das 15er Modell. Also das von dem 14 Pro kommt jetzt in den 15 rein. Vollkommen okay. Der A16 Bionic macht nämlich eine Vielzahl an fortschrittlichen Features überhaupt erst möglich. Zum Beispiel Rechenbasierte Fotografie für 24 Megapixel Fotos und Portraits. Der Next Generation. Stimmisolation für Anrufe zum Beispiel. Oder die flüssige Performance für grafikintensive Games. Und all das erledigt er mit einer unglaublichen Effizienz über eine lange Batterielaufzeit. Kein Wunder, dass er mal ein Pro-Chip war. Ja, der ist gewiss, ne? Und die GPU des A16 Bionic ist bis zu 40% schneller als die GPU im iPhone 12, wenn wir das vergleichen wollen. Und neu, hatte ich am Anfang schon gesagt, USB-C. Okay? Der neue USB-C-Port sorgt dafür, dass wir unser iPhone 15, unser Mac, unser iPad und iPad Pro über dasselbe Kabel laden können. Mit dem iPhone 15 lassen sich sogar unsere Apple Watch und die AirPods aufladen. Also keine verhedderten Kabel mehr. Oh yeah, die Konnektivität ist da. Und im Notfall ist unser iPhone 15 für uns da. Das ist wirklich schön, denn das iPhone kommt mit der Notruf SOS über Satellitfunktion und Unfallerkennung. Zwei Sicherheitsfeatures, die schon viele Leben auf der Welt gerettet haben. Wir haben zum Beispiel hier Notruf SOS über Satellite. Wenn wir den Notruf erreichen müssen, aber kein Netz oder Wi-Fi haben, dann können wir mit dem iPhone über eine Satellitentextnachricht an den Notdienst senden. Das ist nice. Um Zeit zu sparen, stellt dir das iPhone wichtige Fragen und deine Situation einzuschätzen. Und wir müssen einfach dann die passenden Antworten antippen. Das iPhone zeigt dann, wie wir es ausrichten müssen zum Satelliten am Himmel, um unsere Verbindung dann aufrechtzuerhalten und Hindernisse wie Berge zu umgehen. Das kann natürlich sein, 15 Sekunden dauert das, bis eine Minute die Übertragung dann erledigt ist. Und ich meine, 2 Jahre war das frei da drin. Unfallerkennung. Hardware-Sensoren und fortschrittlichste Bewegungsalgorithmen erkennen Anzeichen eines Unfalls, wie abrupte Geschwindigkeits- und Richtungsänderungen oder Veränderungen des Innenraumdrucks beim Auslösen von Airbags.
Das iPhone kann dann den Notruf tätigen und unsere Notfallkontakte benachrichtigen. Und das ist unter Umständen wichtig, denn jede Sekunde zählt. Und es ist, oder das Gehäuse ist auf 75% recycelten Aluminium. Gut für unsere Planeten. Und wir haben iOS 17, also iOS, das Betriebssystem 17 für neue Styles, neue Sticker und neue Friends. Und es passt perfekt zu unserem iPhone und Mac. Ja, und für die Apple Watch ist es natürlich auch kompatibel. iPhone und AirPods, alles ist kompatibilitätsmäßig mit am Start. Das iPhone 15 ist in schönen Farben da. Es ist mit einem A16 Bionic Chip mit 5 Kernen ausgestattet, die GPU, die Graphic Processing Unit. Wenn wir das jetzt vergleichen zum Pro-Modell zum Beispiel, da ist der neue A17 Pro drin, der hat 6 Kerne, hier haben wir 5 Kerne. Wir haben fortschrittliche 2 Kamerasystem, 48 Megapixel Hauptkamera, 2x Tele und Ultraweitwinkelkamera. Im Pro als Beispiel jetzt, wenn wir das dazu nehmen, was aber viel teurer ist, haben wir auch 48 Megapixel Hauptkamera, 3 oder 5-fach Telekamera wegen dem größeren Version und auch eine Ultraweitwinkelkamera. Wir können bis zu 26 Stunden wiedergeben, die Videos oder halt 20 im kleinen Versionchen. Und bei dem großen Pro-Modell sind es sogar 29 Stunden beim großen. Also ihr seht, das Ding ist gut aufgestellt, um vernünftig, nice, stylisch, gut über den Tag zu kommen. Mit dem iPhone 15. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun.